Ich möchte dich heute mitnehmen auf einen Anbetungsspaziergang mit mir und meinem Hund Ari. Als ich den Herrn fragte, was in der nächsten Zeit dran ist, sagte er zu mir: Anbetung. Kommt zu mir und betet an. Lernt, in meiner Anwesenheit zu sein. Denn ich bin da, wo ihr seid, während ihr bei mir seid und mich anbetet, kümmere ich mich um alles andere. Halleluja, Halleluja. Der Herr sagt uns zu, was im Psalm 50, 23 geschrieben steht. Wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg. Ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Halleluja! Genau das hat Gott zu mir gesagt. Während ihr bei mir seid und mich anbetet, kümmere ich mich um alles andere. Halleluja! Jesus, wir danken dir für diesen wunderbaren Spaziergang. Wir danken dir, dass du jetzt genau mit uns bist. Jetzt mit jedem Einzelnen, der das hört, der das schaut. Du bist da. Du großer, wunderbarer Gott. Wir danken dir für diese wunderbare Schöpfung und für diesen wunderbaren Tag. Wir danken dir für deine wunderbaren Pläne für unser Leben. Auf dich können wir uns verlassen. Auf Menschen nicht, aber auf dich. Du bist da, du bist unser immer da, unser herrlicher Gott. Jesus, du bist der König der Könige. Alles ist dir untertan, du thronst über dem Himmel und der Erde. Halleluja, wir sind dein Volk, wir sind deine Familie. Du bist unser Herr und sonst keiner. Dich und nur dich wollen wir erheben und anbeten. Dich wollen wir erheben und unsere Hände zum Himmel erheben. Wir preisen dich. Wir erheben deinen heiligen Namen. Wir kommen zu dir und geben alles bei dir ab. Unsere Sorgen und Nöte, unsere Ängste und unsere Hoffnungslosigkeit. Herr, wir legen alles vor deinen Thron. Wir geben alles ganz bewusst in deine Hände. Du weißt genau, was uns belastet und bedrückt. Du kennst unsere Herzen bis auf den Grund. Jede Träne, die wir im Verborgenen geweint haben, hast du gesehen und du hast sie aufgefangen. In den einsamen Momenten unseres Lebens trägst du uns auf deinen starken Schultern. Halleluja! Deine Schultern sind so stark wie die eines großen Bären. Wir weinen und wir sind einsam. Aber du nimmst uns auf deine Schultern und du trägst unsere Last. Herr, wir danken dir für unsere Familien, für unsere Ehepartner und Freunde. Wir danken dir für unsere Kinder. Und auch wenn einige von unseren Kindern dich noch nicht so gut kennen wie wir dich, so hast du doch den perfekten Zeitpunkt auserkoren, wann auch sie dich kennenlernen und mit uns gemeinsam diesen Weg gehen werden. Halleluja! Darauf freuen wir uns jetzt schon. Du bist so gut. Wir jubeln dir zu. Jesus, wir lieben dich. Wir lieben dich, Herr. Jesus, wir lieben dich. Einige unserer Kinder sind auch schon bei dir im Himmel. Und hüpfen und springen auf grünen Auen, fliegen und singen umher. Das Leid, was sie hier auf Erden erfahren haben, hast du in einem ganz besonderen Augenblick weggewischt und sie zu dir emporgehoben. Jesus, wir danken dir für diesen glücklichen Ausgang. Wir danken dir für neue, ganz tiefe Hoffnung, die uns jetzt erfüllt. Wir preisen dich für deine Herrlichkeit. Du König der Könige. Jesus, du bist der Herr der Hoffnung. Du bist der Herr der Zuversicht. Du bist unser Licht im Tunnel. Du bist majestätisch, königlich. Du bist einmalig, keinesgleichen.
keiner ist so wie du. Während wir hier spazieren gehen, Zeit mit dir verbringen, sendest du deine Engel aus, dass sie sich um unsere Angelegenheiten kümmern. Deine Befehle füllen sie aus. Noch bevor wir das überhaupt begriffen haben, was sie tun sollen, sind sie von ihrem Einsatz schon wieder zurück. Blitzschnell und wunderbar hast du diese dienstbaren Wesen erschaffen, die sich um unsere Angelegenheiten kümmern, während wir hier bei dir in deiner Anwesenheit sind. Während wir hier mit dir des Weges gehen, uns in deiner Herrlichkeit aufhalten, dir unser Lob bringen. Unser Herz erfüllt sich mit deiner Liebe, unsere Seele baut sich auf. Jesus, wir lieben dich so, wir lieben dich. Herr, ich sehe da Trennungen von Beziehungen. Herr, und große Schmerzen, die einige haben, die mit uns gehen, aber die du jetzt tröstest. Ich weiß, du hast einen guten Plan für ihre Zukunft und dafür danken wir dir. Du machst aus einem Scherbenhaufen ein neues, ein kostbares Gefäß. Jesus, du hilfst uns, dass wir vergeben können, so wie du uns alles vergibst. Du hilfst uns, dass wir Menschen lieben können, die uns verletzt haben, weil du uns so sehr liebst. Und da, wo die Sünde übergroß geworden ist, da ist auch deine Vergebung ganz, ganz groß. Fehler vergibst du und schenkst uns einen Neuanfang. Und das immerzu, alle Zeit. Herr, wir preisen dich dafür, dass du uns zusagst, dass alles, wirklich alles zu unserem Besten dient. Und genau das können wir in schweren Zeiten nicht fassen. Aber eins ist gewiss, wir werden es bald sehen. Hab Dank dafür. Ich danke dir, Herr, dass du Kinder schenkst, wo sie nicht mehr erwartet werden. Dort, wo sich Hoffnungslosigkeit breit gemacht hat, nach endlosem Warten auf eine Schwangerschaft. Da brichst du herein und schaufelst die Hindernisse einfach weg, die sich einer Schwangerschaft in den Weg gelegt haben. Du schenkst auch heute noch Wunder. Nicht umsonst nennst du dich Wunderrat. Du heilst unsere Seelen. Du gibst Trost. Das, was verhindert werden sollte, gibst du frei. Das, was zerstört war, stellst du wieder her, Herr. Du bist mächtig und hoch erhaben über allen Dingen. Und was für Menschen unmöglich ist, ist für dich möglich. Halleluja, Halleluja. Unsere Probleme nimmst du in deine Hand und kümmerst dich um uns, wie ein liebender Vater sich um seine Kinder kümmert. Du kennst alles und jeden von uns. Und du kennst auch alle, die noch nicht da sind und erst noch zu dir kommen sollen. Du bist unser wunderbarer Schöpfer. Du bist unser Heiland. Im Mutterleib gestaltest und formst du uns zu einzigartigen Geschöpfen. Du hast uns zu deinem Ebenbild gemacht und sagst, wir sind dir ähnlich. Das können wir gar nicht fassen. Wir kommen zu dir, kommen als deine Kinder. Wir haben einen so wunderbaren, guten, himmlischen Vater. Wir gehören dir. Halleluja. Jesus, ich sehe da auch Menschen, die den richtigen Partner noch nicht gefunden haben und deshalb so verzweifelt sind. Ich weiß, dass du der Anfang und das Ende bist. Du kennst unsere ganze Lebensspur. Deine Engel helfen, wo sie können. Du, Herr, sendest sie aus, um die richtigen Begegnungen zu schenken. Und wir danken dir für deinen genialen Zeitplan dabei. Und auch für alle Durchbrüche, die erst noch kommen. Während wir hier mit dir gehen und bei dir sind, bahnst du einen Weg und verwandelst unsere Verzweiflung in Zuversicht. Du, Herr, bist der Herr der Durchbrüche, der Begegnungen zur rechten Zeit. Du schickst die richtige Person und dies zur rechten Zeit. Und du öffnest uns die Augen, dass wir unseren Partner dann erkennen.
Vielleicht hast du ihn auch schon längst an unsere Seite gestellt und unsere Augen für ihn waren noch verschlossen. Doch jetzt erkennen wir, der richtige Partner ist schon da. Halleluja! Jesus, wir jubeln dir zu. Alpha und Omega bist du. Dir ist die Familie heilig und du segnest sie. Und wir sind auch alle mit dir eine Familie. Und es tut so gut zu wissen, zur heiligen Familie Gottes zu gehören. Welch Geschenk auf Erden! In deiner heiligen Schrift heißt es, dass du uns zu Mann und Frau schufst. Herr, wir danken dir dafür. Wir preisen dich dafür, dass deine Schöpfung deinen genialen guten Plänen entspringt, dass alles Sinn macht, so wie es von dir vorgesehen ist. Deine Worte geben uns Leben. Sie sind unsere Nahrung. Sie stärken uns. Sie tragen uns. Deine Pläne für unser Leben sind gute Pläne der Ordnung, denn du willst uns ein erfülltes Leben schenken. Deine Pläne, Herr, und Leitlinien geben uns Kraft und Frieden. Wir loben dich, Jesus, du König aller Könige, für deine Größe und Macht. Du gibst unserem Leben hier auf Erden den Sinn, nach dem uns schon so lange dürstet. Herr, wir brauchen dich. Herr, wir erheben deinen heiligen Namen. Unser großer Gott bist du, König der Könige, Herr der Herren. Amen. Ich hoffe, dass dir Jesus begegnet ist, dass du mitgekommen bist in seine Gegenwart, vor seinen Thron. Ich wünsche mir das so sehr, dass du aufgetankt hast bei diesem Spaziergang. Und ich möchte dir sagen, es war wunderbar mit dir und meinem Hund Ari bei Jesus zu sein, während wir hier spazieren gegangen sind. Und wenn du magst, dann abonniere meinen YouTube-Kanal oder schau auf meinem Blog vorbei auf www.netzwerk-c.de. Es wird noch weitere Anbetungsspaziergänge geben. Und auch sonst findest du in meinem Blog Predigten von mir, mittlerweile fast 100 und über 800 Videos zu verschiedenen Glaubensthemen. Und diese ganze Arbeit für Jesus konnte in den letzten vielen Jahren nur entstehen und kann auch in Zukunft nur weitergehen, wenn Menschen auf dem Herzen haben, diese Arbeit für Jesus finanziell mit zu unterstützen. Für jede Spende, für jedes Gebet, für jede Unterstützung sage ich dir von Herzen Danke in Jesu mächtigen Namen.